It's Quickie Time und Deutschland kocht vor Hitze. Da heißt es einfach nur ab nach draußen. Und damit euch nicht die Langeweile plagt, gibt's wie immer an dieser Stelle von mir eine Vorstellung von 5 neu erschienenen Games, die mal wieder nicht unterschiedlicher sein könnten. Das erste Game bekommt wie immer die königliche Aufmerksamkeit von 5 Minuten. Vielleicht ist ja was Passendes für dich dabei. Top oder Flop, entscheide wie immer selbst für dich allein. Mit dabei sind Last Craft Survival, Town Kings, das Wunderlanddorf, Gorogoa Dead Island Survivors. Und The Walking Dead, Our World. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Und wer unter Menschen nicht verschmachten will, muss lernen, aus allen Gläsern zu trinken. Spaziergänge im Park, Lebensfreude, die Sonne am Himmel. Es war eine wunderschöne Welt. Doch vor 10 Jahren ging die Welt unter. Unsere Familie hatte mehr Glück als die meisten. Wir konnten uns in einem Bunker verstecken. Die Ruinen der Welt, die wir kannten, wurde zu einem Albtraum des Überlebens. Und eines Tages wurde es richtig ernst. Aussehen und Spitzname, was, Dummkopf? So, wir laufen erstmal zu Mutti. Bla 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 bla. Bla bla bla. Hi, ich habe ein paar Trainingssachen für dich genäht. Sie sind in der Box. Probier sie mal an. Ich möchte sehen, ob sie passen. So, wir sind der Dummkopf. Wer kommt denn auf sowas? Du hast wirklich ein Talent dafür, aus alten Fetzen Kleidung zu machen, Mama. Danke. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Nennen wir es einfach Magie. Zieh dich an und geh zu Sergeant Dave. Er hat dich gesucht. Also, Mutti hat Klamotten für den Dummkopf gemacht. Wir lassen ihn auch wirklich einfach Dummkopf. So, wir nehmen alles mit. Alles nehmen wir mit. Wir gucken nochmal rein. Haben wir jetzt alles genommen? So, sieht so ein bisschen aus eher wie Sträflingskleidung. Danke. Was ist passiert? Wo sind meine Eltern? Sind sie am Leben? Wer hat uns angegriffen? Oh Gott, jetzt redet er viel. Mechanische Kreaturen sind in Bunker eingebrochen und haben alle getötet, die eine Waffe schnappen konnten. Dann sind sie mit den anderen verschwunden. So etwas ist hier noch nie passiert. Mehr weiß ich nicht. Aber zum Reden ist jetzt keine Zeit. Finde Materialien für eine Axt. Wir brauchen eine zur Verteidigung. Aber ich habe keine Ahnung, woraus ich eine Axt bauen soll. Aus irgendwas Metallenem und ein Stückchen, wa? Das ist ganz leicht. Zerbrich Fässer, um an Eisen zu kommen. Holz kriegst du von Bäumen. Du weißt schon, die braunen Pfähle, die am Boden stecken. Du musst schnell und präzise handeln. Okay? Alles klar, also. Schlagen wir drauf ein. Er schlägt voll in die Luft, kann es sein? Ich weiß auch nicht, wie viel Holz wir einsammeln sollen. Oh, guck mal. Also eine kleine Axt sollen wir fertigen. Wir brauchen insgesamt 10-mal Holz und 5-mal Metall. Okay, gut, das habe ich verstanden. So, wir können uns jetzt mal hier in dem Menü so ein bisschen umgucken. Also das ist unsere Levelanzeige vermutlich. Das sind unsere Aufgaben. Und zwar normal Quest, da sollen wir, hier siehst du, Holz finden und Metall, um eine Axt zu bauen. Dann haben wir hier gewöhnliche und tägliche Aufgaben, die haben wir natürlich noch nicht. Hier haben wir die Anzeige für
Na sag schon, Getränke und allem möglichen anderem Zeugs. Er schlägt inzwischen alleine drauf los. Hier haben wir die Ingame-Bezahlfunktion. Und jetzt müssen wir, genau, chatten könnten wir auch noch notfalls. Ist auch eine Methode. Hau einfach bescheuert drauf. Und jetzt können wir eine Axt fertigen, ne? Geh zu Dave. Ja, wir haben noch schon eine Axt. Hat ein Nagelzombie? Na komm her, mein Freund. Und da kommen wir an. In Townkins. Ich. Wendell. Aha. 2 Minuten zu spät. Ich muss mit dem Lokführer reden. Du bist der Ehrengast, nicht wahr? Wir hatten jemanden von Townkins Planungskomitee erwartet. Ja, ich bin doch da. Ich bin ich. Ich hätte irgendwo noch einen Namen eingeben können, ne? Ach, geil, die Frösche. Ach, ist das süß gemacht, Leute. Geschafft. Gratulation. Du bist jetzt der neue Stadtplaner. Ich bin Faye, die Gärtnerin. Das hier ist Pierre, der Baumeister. Hat so ein bisschen Super Mario-Rotzbremsen-Touch. Aber gut, wir haben schon mit einigen deiner Spezifikationen angefangen. Pierre, gib unserem neuen Boss die große Tour. Ach, für so eine Farming-Games bin ich auch teilweise zu dämlich, ne? Exzellent, jeder gepflanzte Samen bringt 2 Ernten. Mit jeder Ernte verdoppeln wir unsere Ressourcen. Pflanzen wir jetzt Weizen an, wähle eine Parzelle und Saatgut aus. Ach, da weiß ich ja schon, wem das Spiel gefallen könnte. Da kenne ich doch jemanden. Zack. Und zack. Immer her mit dem guten Weizen. Das ist doch gut. Hier würde prima ein Kuhstall hinpassen. Aber es ist natürlich deine Entscheidung, Stadtplaner. Ich habe ja noch nicht mal selbst einen Namen. Ich möchte mich erst mal selber benennen, bitte. Auf den aber nein, die Kuh ist ja geil. Zack, so. Wo stellen wir denn den Kuhstall hin? Ich weiß nicht, was das für ein Haus dort mit dem Schlüssel ist. Da können wir auch nicht hin, weil da irgendwas steht. Ach, ist das blöd. Ich will natürlich den Kuhstall einigermaßen... Komm. So, zack, platziert. Ich weiß nicht, ob der jetzt sinnvoll platziert ist oder nicht. Wir haben Geld für 3 Kühe in der Schatzkammer. Na denn? Ja, mit den Mubus. Das Haus ist ja geil. Mann, die Grafik ist mega. So, eine Kuh. Eine chillende Kuh. Und eine Kuh, die wir auf die andere Kuh aufstellen. Oh weh, die Kühe wurden nicht gefüttert. Wir brauchen Kuhfutter. Wir können Geld sparen und selber welches herstellen. Dazu gibt es die Futtermühle. Nämlich diese da. Und was tun wir? Da einmal einen Sack rein. Ach, die Ärmsten sehen ja ganz verhungert aus. Beschleunigen wir die Produktion mit Diamanten, die bestimmt in-game als Bezahlfunktion geben wird. Wenn man ungeduldig ist, könnte ich mir vorstellen, dann können wir sie schneller füttern. Ja, ja, für Ungeduldige ist das dann wieder... jetzt ist es noch gratis. Was, so, können wir das jetzt... Haben wir es jetzt eingesteckt, können wir es nehmen und die Kühe füttern. Das Kuhfutter ist fertig. Achte darauf, dass jede Kuh genug zu fressen kriegt. Wie jede. Macht das unter euch aus? Machen die da gerade Zungenkuss? Guck mal, die Kuh und die Kuh, die knutschen sich. Also raufklicken, runterziehen, raufklicken, runterziehen. Die erntet. Ich hätte ganz gerne noch eine... Achso, wir können keine Parzelle mehr hinbauen. Dann möchte ich... Was möchte ich denn anbauen? Oha. Hä? Okay, er sucht jetzt irgendwas, was... Das sieht doch passend aus. Nimm doch das.
So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir tun sollen. Sollen wir uns die Farben vielleicht einprägen? Da weiß ich noch nicht genau. Warum haben wir denn jetzt zwei Bildschirme? Hä? Oha! Ja. Haben wir jetzt in diesem Fenster noch irgendwas? Oh Mann, ist das strange. Warte mal. Also wir können einmal in diese Karte reingehen. Oh Gott, ist das strange. Ah! Ach du Scheiße. Und jetzt sind wir hier an dieser Tür. Und hier können wir auch an eine Tür. Ach du Scheiße, Leute, ist das verwirrend. Hier können wir nicht weitergehen, da ist nichts mehr. Da ist der Junge. Hier ist ein Rabe. Oha. Ich weiß gerade nicht, was wir tun sollen. Ach so! Eieieiei. Und jetzt ist er aus seiner Kammer da draußen. Jetzt ist er dann draußen. Die Schüssel. Können wir da jetzt nochmal... Was ist das denn? Ein Apfel? Können wir den Apfel irgendwie in die Schüssel fallen lassen? Vogel und Apfel? Wow, ich schnall's schon wieder überhaupt nicht. Ich verstehe schon wieder nicht, was wir tun müssen. Gott, oh Gott. Also hier haben wir eine Schüssel. Irgendwas übereinander schieben. Ach, Puzzeln, Leute. Das ist... Ach, ich... Puzzle. Es ist richtig gut gemacht, damit der Apfel runterfällt. Scheiße. Richtig gut gemacht, Leute. Neue Zombies entdeckt. Oh Gott, der sieht aber auch nicht gesund aus. Wasserleichen. Speien säureartige Flüssigkeit in Richtung ihrer Opfer. Oh Gott, das heißt einen mit Gas und einen mit Säure. Sieht aus wie ein ehemaliger Geschäftsmann. Können wir irgendwas platzieren? Weiß ich nicht. Ohne Barrikaden bist du verloren. Ich weiß nicht, ob wir noch eine hinsetzen können. Doch, das sieht so aus, als würden wir hier kommen. Wir machen einfach hier nochmal eine Barrikade rein. Kostet uns das was? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das kostet uns was, wenn wir hier so Zeugs hinstellen. Ja, ja. Okay, gut. Also das habe ich verstanden. Und ich glaube, wir sind jetzt bereit. Und ganz hinten stehen wir. Ganz hinten stehen wir und müssen jetzt erstmal zu den Zombies hinlaufen. Da sind sie. Hallo. Ordentlich aus dem Haus kommen sie heraus. Ich habe Angst davor, dass er jetzt gleich wieder explodiert hier. Der gasgefüllte Geschwulz-Heini. Oh, jetzt wird's aber hier, jetzt wird's bunt. Jetzt brauchen wir wirklich mehrere Stellen, wo wir interagieren müssen. Ah, zack. Ich weiß auch nicht, ob wir jedes Mal zwei Dosen zur Verfügung haben.
Das wäre natürlich gut, aber ich glaube, ab irgendeinem gewissen Punkt müssen wir da Ingame-Bezahlfunktionen bestimmt einsetzen oder zumindest was von dem Geld, was wir bekommen. Yeah. Warum haben die alle Cappies auf? So, die führt mal jetzt mal eine Runde hier zu unserem Wasser. Put, put, put. Hallo. Ihr seid aber langsam. Kommt gar keiner mehr an. Verrückt. Hey, Großer, ich habe keine Ahnung, was sie gesagt hat. Was will sie? Ein Mitstreiter. Oh Gott, und er spritzt Säure. Was ist denn hier schon wieder los? Ah! Wie? Das war deine Hilfe? Ich hab nur ein Seil gesehen und zack, weg war sie. Aber ich glaube, wir haben unsere Fallen da oben ganz gut platziert. Zack, geschafft. Wer ist sie denn? Wie so eine Touristin, die dahinter steht. erkläre ich erstmal, was es so in diesem Spiel geht. Ich habe jetzt die Straßennamen mal ausgestellt. Das heißt, wir befinden uns irgendwo in Berlin. So sieht das hier aus. Das ist eine Versorgungskiste, die enthält ganz viel nützliches Zeugs. Diese Blitzdinger, die brauchen wir, also das ist so eine Art Energie, um in Kämpfe reingehen zu können. Dann gibt es sowas wie Tagesquests, wie zum Beispiel diese hier. Manche Überlebende teilen deine edle Gesinnung nicht. Vertreibe sie aus ihren Lagern, damit der Bereich sicher bleibt. Gewinne 0 von 5 Räuberkämpfen. Dann gibt es aber auch noch das, dass du Überlebende in ein sicheres Lager führen musst, was du selber zum Beispiel auch bauen kannst. Hier ein Unterschlupf nämlich. Da habe ich einen gebaut, der da jetzt auf dem Feld rumsteht. Das könnt ihr euch in dem Spiel dann später angucken. Oder halt Waffenkammern. Da habe ich auch übrigens eine besucht. Sehr schön. Guck mal, Lagerhaus können wir nämlich auch bauen. So, das können wir soweit bauen. Und dann die Überlebenden da rein verfrachten. So, das wollte ich sagen. So, das zum Beispiel hier ist eine Begegnung. Und jetzt kommt genau der Part, den ich einfach, dumm wie ich war, nicht gerafft habe. Denn in dem nachfolgenden Let's Play ist das sozusagen einfach erstmal nur ein Kartensammeln und Aufleveln der Karten. Ihr könnt natürlich die Karten, die ihr gefunden habt, logischerweise austauschen. Aber Blondie kam natürlich nicht auf die Idee, auch überhaupt mal auf die Karte raufzuklicken. Asche über mein Haupt, shame on me. Und da könnt ihr euch jetzt herzlich amüsieren. Das kommt dann einfach ab dem nächsten Let's Play. Also sprich, wir sehen hier, was für Gegner wir haben. Und wir können dementsprechend dann hier erstmal eine Waffenkarte aussuchen. Diese Waffenkarten können wir auch hochleveln. Das zeige ich euch gleich. Und entsprechend dann hier irgendwelche Charaktere, die alle einzeln irgendwie eine Vorliebe für irgendwelche Zombies haben, was wir uns auch angucken können. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Klicken hier auf Kampf. So. Zack. Habe den Kampf beendet, holen uns eine Belohnung ab. Die ganz verschieden geartet sein kann. Das kann irgendwie Charakterstärke oder was auch sein. Ab und zu kommen immer mal wieder Ingame, Bezahl, Krams, Kauf mich, hab mich lieb, Zeugs. So, jetzt gehen wir einfach mal auf den nächsten und ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier, zack, das mal so machen. Das habe ich natürlich in diesem nachfolgenden Let's Play noch nicht so getan. Das heißt, die Diversität an verschiedenen Charakteren, die euch da gleich erwarten werden, ist eher gering. Also wir haben immer nur einen und denselben und Blondie klickt einfach nur dämlich drauf und fragt immer wieder, was diese Karten bedeuten. Ich feiere mich ja echt selber für diese Dummheit. So, das zum Beispiel hier ist ein Unterschlupf von Player One, so heißt er. Da habe ich nämlich hier auch, guck mal, ich bin nämlich Steuerung alt entfernen, bin ein Mitglied, habe drei Überlebende da rein verfrachtet. So, das hier zum Beispiel ist ein Befall. Die sind auch sehr schön. Da haben wir nämlich hier, es gibt drei Wellen, die wir überstehen müssen, damit wir eine Belohnung abgrasen. Auch das zeige ich euch jetzt mal eben schnell. Ah, geh weg!
Money. So, ich habe jetzt noch nicht so ganz im Kopf, wer für was wie am liebsten geeignet ist. Weiß ich gerade noch nicht. Pass auf, wir machen, bevor wir da jetzt in den Kampf nochmal reingehen, werden wir hier nämlich jetzt auf Sammlung gehen. Da genau haben wir nämlich die ganzen Karten. Und wenn sowas hier einen grünen Balken hat, dann könnten wir theoretisch, wenn wir genügend von diesen Punkten haben, ich weiß gerade nicht, was das ist, also 10 würden uns noch fehlen, dann könnten wir hier eine Waffenkiste zum Beispiel verbessern. Und so läuft das nämlich auch mit den Charakteren ab. Da seht ihr es, ne? Also, und so kann man die nämlich nach und nach hochleveln. Das habe ich erfolgreich, ja, doch in dem Let's Play, was ihr sehen könnt, gleich getan. Das sind noch Karten, die ihr finden könntet. Und da seht ihr es hier an den Sternen und in verschiedenen Farben, die unterschiedlichen Seltenheitsgrade. Das ist das, was es ausmacht. Und da zeige ich euch jetzt nicht nochmal, was ich für Karten habe. Da lasst euch einfach überraschen.